die Welt aus. Bäche grau, Sonne hellgrau, Wälder dunkelgrau. Eintönige Hände, eintöniges Leben. Arbeit. Ja, ganz gut. Aber schau mal, was ich zum Feierabend gefunden habe. Oh mein Gott, das sieht so wunderschön aus. Was ist das? Wo hast du das her? Keine Ahnung. Das lag da einfach auf dem Boden vor dem Labor, wo ich immer putze. Wie kann es denn da hingekommen sein? Wer lässt denn sowas einfach rumliegen? Ja. Wer weiß das schon. Jedenfalls dachte ich, du könntest es gebrauchen, um an deinem Gemälde weiterzuarbeiten. Ach, Günni. Du bist wirklich der Beste. Ich fange gleich damit an. Wir sind ja jetzt schon eine Weile verheiratet und ich habe mich ja nie so richtig für dein Hausmeisterding interessiert. Aber jetzt, wo du ständig neue Farben mit nach Hause bringst, würde ich schon gerne mal mitkommen und gucken, wo die herkommen. Ja, also, Maggie, das kann ich wirklich nicht machen. Das Labor ist streng geheim und ich darf da nicht einfach Leute mitnehmen. Einfach Leute? Ich bin doch deine Frau und nicht irgendwer. Na gut. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Du darfst niemandem davon erzählen. Ach, Günni, du bist wirklich der Beste. Und wann können wir los? Naja, so ein kleines warmes Armbrot sollte schon noch drin sein. Und um sicher zu gehen, würde ich zum Nachtisch noch ein Eis vorschlagen. Zähne. Hast du das vorher noch nie gesehen? Nein. Sowas habe ich noch nie gesehen. Denkst du, dass die Farbe von diesem Monster stammt? Denn anscheinend ist es wohl irgendwie aus ihm herausgetropft. Muss ja. Ich kann mir das sonst nicht erklären. Vielleicht.
Vielleicht ist den Wissenschaftlern ja eines ihrer Experimente abgehauen. Willst du dich morgen nicht lieber krank schreiben lassen? Ich habe solche Angst um dich. Nein, Maggie. Das geht nicht. Aber ich halte die Augen offen. Tag. Guten Tag, Dr. Gray. Zum Glück konnten Sie ihn wieder einfangen. Wer weiß, was er sonst noch für Probleme gemacht hätte. Ja, jetzt können wir endlich wieder Farbe absaugen. Der Boss war schon ganz sauer über die Verluste, die wir gemacht haben. Nun lass uns wieder an die Arbeit gehen. Initiiere Absaugleistung 150% erreicht und steigend. Hey, Maggie. Na, was hast du rausgefunden? Ja, Los, raus damit. Jetzt lass mich doch erstmal ankommen. Also ich habe heute alle Flure gefegt und sind echt sauber geworden. Mensch, Gönni, ich will wissen, was mit dem Monster ist. Nicht, wo du wie sauber gemacht hast. Ja, das wollte ich dir doch gerade erzählen. Heute habe ich einen Blick in das große Labor werfen können und gesehen, dass das Monster von gestern wieder eingesperrt ist. Also sind jetzt wieder alle sicher? Ja, aber so gruselig wie letzte Nacht sieht es eigentlich gar nicht aus. Ja, in Wirklichkeit ist es irgendwie sogar süß. Die Wissenschaftler, die ich belauschen konnte, haben gesagt, dass sie dem Tier Farbe aussaugen und sie für ganz viel Geld verkaufen. Das klingt ja schrecklich. Ich meine, wenn etwas so wunderschöne Farben macht, kann es doch gar nicht böse sein. Vielleicht hast du recht. Ich denke, wir sollten es befreien. Bist du wahnsinnig? Ich kann doch nicht einfach das Monster aus dem Labor klauen. Aber bei uns wäre es frei. Und es würde sich auch viel wohler fühlen, so völlig uneingesperrt. Wenn wir das Tier wirklich befreien wollen, müssen wir das aber noch heute Nacht machen. Denn ich weiß nicht, wie lange es noch durchhält. Es war schon ganz grau, als ich es gesehen habe. Dann ist es beschlossene Sache. Heute Nacht befreien wir es. Zum Glück konnte ich dem Wissenschaftler auf die Finger gucken, als er die Tür entriegelt hat. Bip, bip, bip. Komm mit. Wie kriegen wir nur den Käfig auf? Wir haben keinen Schlüssel. Ich mach das schon. Ein bisschen noch, Gummi. Nur noch ein Stück. Du bist frei. Wir nehmen dich mit nach Hause. Dort wird es dir schnell besser gehen. Nun aber schnell weg hier, bevor uns jemand entdeckt. Komm mit, mein Süßer. Hättest du dir das jemals vorstellen können? Was denn? Na, dass das mal so endet. Nein. Aber ich hätte mir auch nichts Besseres vorstellen können. Ich meine, du kannst endlich dein Gemälde fertigstellen. Und dem Kleinen hier geht's auch besser, oder? Ja, total. Ich meine, guck ihn dir doch an. Wie wollen wir ihn denn eigentlich nennen? Ich weiß nicht. Sonst lass ihn uns doch einfach Twelfy nennen. Wie kommst du denn darauf? Na, guck doch mal auf sein Halsband. Ach, Gönni, du bist einfach der Beste. Ich glaube, in einer bunten Welt kann man glücklich sein. Ich lebte in einer grauen Welt, in der es nichts zu lachen gab.
und grau. Keiner mehr hier glücklich, aber das war einmal. Denn ich bin Tölvi, das kleine Farbenmonster, aber bunte Flecken in graue Ecken. Lass sie tanzen und leben, sich im Kreis bewegen. Das kleine Farbmonster, Tölvi, das kleine Farbmonster, Tölvi.